Ja, hallo Leute, heute machen wir mal einen ganz anderen Film. Es geht nicht um den Krümel, sondern es geht um Mowgli. Den Mowgli und die Julia. Die Julia ist eine ganz besondere Person. Die reist nicht nur ganz alleine mit ihrem Mowgli um die Welt, sondern die hat den auch noch selber gebaut. Und ich fand das so außerordentlich, dass ich dachte, machen wir doch mal eine kleine Rundtour und stellen euch Julia und ihren Mowgli vor. Und dafür bedanke ich mich gleich mal. Machst du das erst? Jetzt gehen wir erstmal Auto gucken, oder? So machen wir das. Prima. Oh, da haben wir sie. Julia, was ist eigentlich das Besondere an so einem Mock? Es ist ein Unimog. Das ist schon das Besondere durch und durch. Und für mich kam auch nichts anderes in Frage wie ein Unimog. Hauptsächlich auch, weil die Möglichkeit besteht, das Ganze unter 7,5 Tonnen zu fahren. Und somit ist es eigentlich relativ schnell entschieden gewesen, dass es ein Unimog wird. Krass. Ja, super. Zeigst du das mal? Sehr gerne. Du hast den ja auch komplett selber gebaut, ne? Die wirklich Kabine alles? Ist wirklich komplett von Grund auf selber gebaut. Ich habe den Unimog 2018 im November gekauft. Ehemaliges militärisches Fahrzeug, damals auch noch in Flecktarn mit kleinen Spriegel. Und habe dann angefangen, die Pritsche neu zu machen, also neu zu beblanken mit Siebdruckplatten. Das Ganze habe ich dann auch sandstrahlen lassen, die Pritsche, damit einfach die Kabine dann auch in Grund Konstrukt hat und dass mir da nichts passiert und nichts wegrostet. Und dann ging es los mit der Überlegung, was mache ich drauf. Und da damals schon die Kabinen sehr, sehr teuer waren und ich ein kleines Budget ausgeben wollte, hat dann mein Onkel irgendwann gesagt, dann machen wir die halt selber. Jetzt kannst du richtig Hochdeutsch reden. Eben hat sie gesagt, du bist ein Schwabe. Ich kann auch ganz Schwäbisch schwätzen. Das kriegt man alles hin. Die Reifen, die waren schon drauf von der Bundeswehr, oder? Nein, es waren vorher 3,35er drauf, also 12,5er, die Originalen. Und habe dann jetzt vor der großen Reise neue Reifen drauf gemacht, 14,5er, die auch ganz perfekt noch drauf passen. Sogar das Ersatzrad kriege ich dann noch reingewuchtet, also das passt soweit. Achso, gibt es uns noch ein paar Informationen zu dem Mock an sich, wie viel Hubraum, wie viel PS der hat und... Ja, also das ist ein U1300L. 1300 bedeutet dann schon mal 130 PS. Ja. Ich habe Spritvolumen von ca. 140 Liter plus 2x20 Liter zusätzlichen Sprit. Sonst habe ich soweit noch nichts aufgerüstet. Die Überlegung ist aber da, einen Zusatztank noch reinzubauen, damit man einfach weiterkommt. Der Verbrauch ist in der Regel so 20 Liter, je nachdem, wo man dann in welchem Gelände man dann auch fährt. Wir haben 8 Gänge. Ich habe noch 4 Rückwärtsgänge, was ja immer sehr spannend ist, vor allem bei Beifahrern, die das dann sehen, wenn man schaltet. Den richtigen zu treffen, oder? Nee, gucken dann immer komisch, wenn man dann im Rückwärtsgang schaltet. Ach so, das ist ja, dann immer sehr witzig. Genau. Ich vermisse das auch manchmal. Das sind die Reservetanks. Zeigen wir mal. Das ist aber von der Bundeswehr schon original. Das sind die Originalhalterungen für 2x20 Liter. Also reingehen, deine Reise. Meine Reise. Was hast du denn eigentlich vor? Also ein Auto bauen ist die eine Sache, das dann ordentlich zu nutzen, die andere, ne? Genau, also nachdem ich das dann gekauft habe, war für mich klar, dass ich diesen Unimog rein nur fürs Reisen nehmen und nutzen will und habe dann die Möglichkeit bekommen, über meine Firma ein Sabbatical einzureichen. Und habe dann die letzten 3 Jahre auf das Sabbatical hingearbeitet und jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Jahr zu reisen. Und der Anfang ist gemacht, Europa bleibt. Die weitere Reise wird voraussichtlich Richtung Osten gehen. Karpaten ist noch ein ganz großes Ziel von mir und das Baltikum. Und dann wird das Jahr wahrscheinlich auch schon wieder rum. Wollen wir mal reingehen? Sehr gerne. Dann geh doch mal vor, ich folge dir. Die Julia hat extra für euch Eiern aufgeräumt. So, wo fangen wir an? Also du hast wirklich alles selber gemacht hier drin, ne? Genau. Fenster auch? Alles. Was für Fenster sind das? Das sind die normalen Seitzfenster, die man kennt. Seitz, ja. 1,20 m x 60 m, 2 Stück. Links und rechts fand es sehr, sehr super, wenn man dann einfach durch die Sitzecke oder dann auch in der Bettfunktion nach links und rechts rausschauen kann und wahnsinnig viel Licht auch hier drin hat. Und deswegen habe ich mich da dafür entschieden. Ja, also wenn man hier reinkommt, das ist schon ein riesen Raumgefühl. Obwohl das, wie lang ist die Kabine? 3,70 Meter? 3,60 Meter. 3,60 Meter ist ja eher kurz, aber schaut euch das mal an hier. Durch die Fenster, mega hell, ne? Ja. Also sehr schön gelöst. Ja. Und halt auch dadurch, dass es so gut wie keine Hängeschränke gibt, ist dieses Raumgefühl auch eher da wie
bei manchen anderen Konzepten, wo dann auch viele Hängeschränke auch im Bett sind oder so, dann schrumpft es leider gefühlt schon einen Tick. Aber man hat natürlich mehr Stauraum. Also es hat alles sein Für und Wider. Ja, prima. Und schlafen tust du einfach... Genau, also so wie es einige vielleicht auch schon kennen, über Wohnwägen oder auch Wohnmobile habe ich die Funktion, diesen Tisch nach unten zu packen. Dann werden die Seitenteile einfach in die Mitte gesteckt und schon habe ich mein Bett. Prima. Genau. Können wir vielleicht... Super geil, guckt euch das mal an, die Sonne. Solche Plätze kriegst du nur mit dem Unimog. Ne? Oder mit dem Iveco. Alles, was irgendwie Allrad hat. Genau, ne? Genau. Anfangen, diese ganze Kabine mit Vierkant-Alu-Rohre zu schweißen, damit man dann so ein Gerüst hat aus Vierkantrohre und habe dann von außen Aluplatten draufgeklebt. Die waren schon von vornherein pulverbeschichtet. Deswegen ist auch die Farbe so für den kompletten Unimog so geworden. Dann habe ich angefangen, diese Puzzleteile bzw. diese Kästchen dann mit Isolationsmaterial auszufüllen. Wir haben an der Wand 40x40, auch in der Decke, genau, und am Boden habe ich 40x60. Das habe ich mit XPS, dann nochmal eine Holzplatte drauf und dann ist ein Edelstahlboden geworden, weil das einfach für mich cool. Gut passt hat. Und der ist auch noch so, ne, der ist doch, ne? Doch, das ist, ja, genau. Super. Also super pflegeleicht, ne? Kannst du einfach auskehren und dann ist gut, ne? Genau. Dann wurden die Wände... Aber du bist ja jetzt von deinem Naturell, glaube ich, eher so der Elektro-Track und nicht der Mechaniker. Nein, ich musste alles lernen. Also vom Nieten, mein Papa hat mir dann das Nieten beigebracht und musste viel recherchieren mit Klebstoff und Schrauben und was ist denn möglich und welche Materialien passen zusammen. Hatte da aber natürlich auch wahnsinnig viel Hilfe, sonst wäre das Ganze gar nicht funktioniert oder hätte das nicht funktioniert. Viele Kumpels, die mir geholfen haben, auch viel Ahnung hatten und so ist das Ganze entstanden. Ich habe aber auch viel Zeit gehabt, ich habe 3 Jahre lang gebaut, nur im Sommer immer und so ist das Ganze dann halt auch entstanden. Einen Reisebegleiter hast du auch, sehe ich. Natürlich. In der Ecke. Wie heißt denn der? Der heißt Paul. Der Paul ist immer dabei. Und hinter dir ist... Messer bleiben bei der Fahrt da hängen? Ja, das war auch so ein Experiment, aber... Die bleiben wirklich hängen, noch nie runtergeknallt. Bis jetzt noch nie, weder auf Schüttelpiste noch im Offroad-Park noch hier, noch nie irgendwas passiert. Und du kochst mit Gas, ne? Ich koche mit Gas, ja. So, dann machen wir einfach mal weiter hier mit Küche am besten, ne? Und genau. Ja, ihr seht ja hier die Küche. Ich habe das zweigeteilt, hier das Kochfeld. Ja. Hier habe ich das Spülbecken, fand das eigentlich sehr charmant und war auch eine Idee mit meinem Kumpel zusammen, um auch die Gewichtsgeschichte und einfach die Platzgeschichte schön aufzuteilen, damit ich ein relativ großes Bett habe. Ja, das deswegen Gas, ne? Mit Gas, genau. Und wo hast du das Wasser? Und das Wasser ist hier unter der Spüle. Ich dachte, das kriegt da drunter. Ich habe zweimal 90 Liter plus in der Eckbank noch 10 Liter Warmwasserboiler. Kann die Kanister jeweils abdrehen, dass ich zum Beispiel im Winter nur einen Kanister benutze. Ja, das ist ja richtig viel. Was war das? Der Kühlschrank. Das ist nicht schlimm. Genau. Ich habe eine relativ einfache Methode, indem ich einfach hier befülle und einfach da der Wasserhahn draufstecke. Somit habe ich auch keine Außerverbindung nach draußen. Das ist sehr, sehr sparsam von den Verbindungen. Ne? Was ist genau. Das? Ja, die füllst du einzeln. Ja, die kann ich. Entweder ich mache dann einfach die Luft auf, dann werden die gleichzeitig befüllt oder ich kann auch jeden einzeln befüllen. Also genau. Gutes Gardena-System. Genau. Finde ich sehr clever. Genau. Sehr, und ein einfaches Anzeigemodul, wie viel Wasser ich noch besitze. Das ist das hier, ne? Ja. Das finde ich auch viel besser als diese elektronischen Dinger bei mir. Die funktionieren mal und funktionieren nicht. Deswegen also finde ich das grausam. Ganz will ich auch nie wieder machen. Und ich halt auch günstig. Ich habe Gott sei Dank transparente Tanks. Ich gucke immer. Das war hier nicht möglich, weil die Wandung so dick ist. Ich habe da nichts gesehen. Ach so, ja. Ja, und vor allen Dingen bei mir muss es Licht haben. Das aber hast du aber auch schön isoliert, finde ich. Das genau, war auch dann also fast war immer Armaflex und dann guck mal, jetzt ist schon zwei Seiten. Ja, schön. Genau. Man merkt, dass man in einem Fahrzeug von einer Frau ist. Das ist alles sehr schön bisschen dekoriert versucht. Hier. Muss ich sagen, bei uns macht das ja die Koko, aber das ist schon schön. Eigentlich fühlt man sich ja wohler, selbst als Mann, wenn man so ein schönes Auto ist. Absolut, wenn es nicht ganz so... Finde ich. So, wir waren bei Wasser, ne? Genau. Filter? Was hast du auf Filter? Filter habe ich in meinem Fall nur den Alpfilter. Das heißt, ich filter das Wasser nur beim Einfüllen und das war's dann. Und habe sonst keine zusätzlichen Filter mehr. Dieser Alpfilter ist einmal die Möglichkeit, nur Aktivkohlefilter oder auch den Nanofilter und habe dann noch zusätzlichen Grobfilter drin. Den Nanofilter habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. In Europa ist das okay.
Kruppfilter kann ich nur empfehlen. An dem sieht man auch ziemlich viel Schmutz und Rost und Dreck. Also von dem her ist das eine sehr gute Sache und eine einfache Sache. Und genau, ohne viel Schnickschnack und Verbauen und eventuelle Möglichkeiten, die dann kaputt gehen. Da bin ich leid. Also ich bin da sehr einfach gestrickt gewesen in dem ganzen Aufbau. Zahlt sich aus. Was so ein bisschen aussieht wie beim Mann, ist die Euroboxen-Logik. Das wäre so eigentlich genau. Mehr mein Ding gewesen. Habe ich einmal vorgeschlagen bei uns, ist aber abgelehnt worden. Wegen Optik. Aber das ist natürlich mega praktisch, ne? Ja, das war aber auch so Entwicklung. Ich bin da schon auch bei deiner Frau und fand es eigentlich auch nicht so richtig schön. Aber nach 2,5 Jahren Bauen und einfach auch eine Geldfrage, was dann auch zu Corona-Zeiten mit Holz und so betraf, war für mich dann klar, dass ich das Ganze mit Kisten mache. Und muss sagen, bin hochzufrieden. Die Kisten halten alle. Die sind hier nur durch so eine Anstoßkante. Mit so einer Anstoßkante gesichert. Das fand ich ehrlich gesagt erstaunlich, wenn du mal so eine richtige Schotter-Hoppelpiste fährst, dass die Leute machen ja einen riesen Heckmeck alle mit ihren Schlössern tun und machen. Ja. Und das hält, ne? Das krass. Hält. Ja. Genau, also da habe ich bis jetzt weder, wie gesagt, auch in sämtlichen Offroad-Parks noch nie Probleme gehabt, noch irgendwie auf Schotterpisten. Selbst die Gestaltung hier über dem Wasserhahn, das steht alles frei, das steht nur auf Anti-Rutschmatten, da hat sich noch nichts bewegt. Du musst ja nur aufpassen, dass du die Kisten immer in der richtigen Reihenfolge wieder reintust, dann suchst du dich. Genau, also das sind ja nicht so viele, von dem her kriegt man das dann irgendwie raus. Genau. Was auch natürlich ein großer Vorteil ist an dem System, auch dass vorne dran nichts ist. Es kann alles abtrocknen. Also egal, ob man dann ja, irgendwie stimmt, mal Duschgel, was feucht ist, oder ich habe da auch mein Duschwasserhahn drin, der feucht ist. Ich habe meine Schläuche hier drin zum Wasser befüllen und es kann aber alles schön austrocknen. Kühlschrank, den sehe ich da in der Ecke. Ist das ein Haushaltskühlschrank? Oder das ist ein ganz normaler Haushaltskühlschrank im Supermarkt gekauft, 24 Volt über einen Wechselrichter. Genau. Also für mich war wichtig, dass ich den Kühlschrank habe. Erstens ist der ziemlich groß und habe auch ein Tiefkühlfach. Und die Möglichkeit besteht halt, wenn der wirklich mal nicht mehr funktioniert, dass ich halt eigentlich einfach in jedem Land einen Kühlschrank kaufen kann. Aber dann hast du den Inverter immer laufen, ne? Richtig, ja. Ich habe meinen Wechselrichter Tag und Nacht laufen. Wo finden wir den? Ich habe jetzt gar nichts. Das wäre dann nachher die Technik, wo ihr hier umbauen müsst. Wir bauen einmal um. Genau, dann machen wir ja, dann Elektrik machen wir gleich. Dann haben wir noch Bad vorher, ne? Genau, und dann haben wir noch Bad. Hier 1 Meter auf 70 Zentimeter Außenmaß. Ich habe hier, so wie man es eigentlich auch kennt, das war auch eine das allererste, ne? Was fertig war, eine Trockentrenntoilette. Das war mir sehr, sehr wichtig. Sehr schön. Wo ist die Dusche? Die hängt hier auch irgendwo, nee. Oder? Nee? Du hast gar keine. Doch. Das ist meine Dusche, der Kanister. Der Kanister? Ja. Du duschst außen oder hier drin? Ich dusche hier drin. Aber, wie geht das? Ich dusche hier drin. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist vielleicht auch mal für Leute spannend zu sehen. Ja? Genau, also das Ziel war von mir, dass ich keine Wasserleitungen durch den kompletten Muck ziehe, weil ich da einfach ein bisschen skeptisch bin, was Wasser betrifft. Und Wasser und ich, wir sind keine Kumpels. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das ganz primitiv, so wie man das eigentlich auch von draußen kennt, wenn man draußen duscht, über die Tauchpumpe. Ich habe hier einen Kanister hinbaut, der war übrig von meiner Standheizung. Den konnte ich ganz cool mit Flügelmuttern hier hinmachen und festmachen. Damit Liter da hat unten, der hat 10 Liter. Ey, das ist ja, jetzt habe ich das gerade, glaube ich, erst begriffen. Was ich dir ja damals gesagt habe. Du hast mir ein paar Mal erzählt, wie du das machst. Genau. Aber jetzt gerade finde ich es fast genial. Genau. Also das ist wirklich in vielen Hinsichten sehr vorteilhaft. Wie gesagt, ich habe kein Wasser hier bis hier rüber. Aber du mischst, pass auf, du machst das Wasser heiß, mischst das, füllst das hier rein. Richtig. Steckst die Tauchpumpe da rein, hängst die Dusche. Steck das hier an und geh dann hier duschen. Ja, das ist natürlich. Und das war's. Super cool. Und das ist irgendwie beschichtet hier? Oder? Das ist lackiert mit richtigem Lack. Mit seefestem, wasserfestem. Genau, wasserfestem Lack. Genauso wie das Kästchen hier. Und dann kann ich hier duschen. Ja. Somit kann ich auch kontrollieren, weil ja die Frauengeschichte und Duschen und Wasserverbrauch immer so eine Geschichte sind. Ich habe 10 Liter und komme mit 8 Liter hin. Ja, perfekt. Genau. Also das funktioniert ziemlich gut. Zur Not könntest du ja noch so ein zweites Ding. Einfach draußen hinstellen. Und irgendwie da nur so einen Schlauch durchfädeln oder so. Aber das funktioniert. Ja, wenn jetzt ein zweiter duschen will, weil der reist ja auch dann bald zu zweit, dann, genau, dann machst du einfach wieder neues Wasser rein. Richtig. Und los geht's. Genau. Super. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir es wahrscheinlich auch so gemacht.
Ist halt ein bisschen aufwendig, man muss sich halt ein bisschen vorbereiten. Die Leute, die meine Videos kennen, die wissen, dass ich mit Wasser auch auf Kriegsfuß stehe. Deswegen. Ist ein ganz großes Thema. Genau. Und habe hier dann aber natürlich auch ganz normal die Heizung durchlaufen. Ja, dann kann es hier und auch unten Siphon, da kann das einfach raus. Richtig, ja. Genau. Und dann habe ich hier noch einen Lüfter mit verbaut. In der Toilette drin, so wie man das eigentlich auch so ein bisschen kennt. Ja. Das Größte, was ich bereue an meinem ganzen Aufbau, da kein Fenster. Ist, dass ich hier kein Fenster habe. Das hätte ich mir gerade gedacht. Das Einzige, dass da kein Fenster ist, das wird mich stören, damit du dann lüften kannst. Genau, ne? Dass man euer erstens haben kann. Wo das Shampoo hängt. Ne? Genau. Da müsste das eigentlich hin. Genau. Und das Shampoo kannst du ja dann da hinhängen. Oder deswegen. So. Perfekt. Ja. Ne? Genau. Alles klar, dann würde ich euch jetzt einfach mal die Technik von mir noch zeigen, wo das alles sich befindet und wie ich das verbaut habe. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. So, Julia hat jetzt hier aufgebaut. Was sehen wir hier? Haben hier die vier Batterien, die dann auf 24 Volt verbaut und verkabelt worden sind. In meinem Fall habe ich dann 80 Amperestunden zur Verfügung, um eine gesunde Entladung zu haben. Das sind AGM? Nein, das sind Bleigel. Bleigel? Das sind reine Bleigel. Da meine Starterbatterien Bleigel sind und dann die Ladung über die Lichtmaschine sehr, sehr gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich das schwerste Teil in deinem Mock, wa? Ja, aber dafür habe ich gegenüber dann meine 200 Liter Wasser und somit ist die Gewichtsverteilung auf der Achsen perfekt. Und das ist ja auch wichtig, genau. Genau. Und der krankt ja gar nicht so lange hinten über, sodass du quasi hier jetzt auf dem Rad stehst, ne? Oder genau, genau. Also das war alles in der Planung super cool, hat es funktioniert, dass die Gewichtsverteilung sehr, sehr gut ist auf beide Seiten und alles auf der Hinterachse und von dem her passt es. Ja, und ich sehe blau. Sagt, ist Victron, ne? Genau. Hier hinten, das sieht man dann noch einen Tick besser, wenn ich dann das andere auch noch aufmache, habe ich den Easy Solar von Victron, wo der MPPT-Regler ja schon mit verbaut ist. Schwör auf dieses System, bin sehr, sehr zufrieden damit. Es ist ziemlich einfach. Natürlich ist auch eine Geldfrage, aber es ist alles mit drinne. Man muss zusätzlich irgendwie was verbauen, man hat alles in einem Käschchen. Das ist perfekt, das wollte ich auch haben. Genau den hätte ich mal ausgesucht, ging genau. Aber nicht wegen dem induktiven Kochen. Den gibt es nicht in der größten Variante. Der hat halt nur 1,6 kW. Ich glaube, das sieht man jetzt halt. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Was sehen wir da? Wir sehen... Hier sehen wir das ganze System für meine Wassergeschichte. Ich habe eine Verstärkerpumpe herangeschlossen, die wo immer Wasser ansteht. Somit habe ich nur eine Pumpe für beide Kanister. Die pumpt dann auch kaltes Wasser in meinen Elgena Wasserboiler, der hinter der Heizung dann sich befindet mit 10 Liter. Da hinten um die Ecke, ne? Sind das, ne? Genau. Dann habe ich 30 Liter Abwasserkanister mit verbaut, mit Entlüftung und allem, was man so braucht. Und hier hinten seht ihr die 5 kW Dieselstandheizung, die dann auch... 5 kW? 5 kW. Das ist heftig, oder? Wenn du die mal anmachst, dann kannst du das Sauna. Das ist wirklich genial. Du hast halt auch sehr, sehr schnell warmes Wasser, weil die dann auch den Wasserboiler natürlich warm macht. Und im Sommer zum Beispiel, was sehr gut ist, wird ja die Heizung nicht benutzt und dann kann ich den Warmwasserboiler über 230 Volt warm machen. Und da ich ja relativ viel Solar drauf habe, ich habe 720 Watt Solar auf dem Dach und 80 Amperestunde und komme mit meinem Strom wunderbar hin. Und dann läuft es nämlich. Ja, perfekt. Ne? Genau. So, Bettenbau. Bettenbau. Sicherung. Das war's. Fertig. Das war's. Schaut mal. So sieht's aus, das Bett. Sehr kuschelig. Und das ist 1,40 Meter? Oder? Nee, 1,23. 1,23, ja, da kann man natürlich dann auch, wenn man mal zu zweit schön kuscheln. Ne? Ja, das geht wirklich ganz gut. Das ist so für so ältere Hasen wie für mich definitiv zu klein. Nee, geht wirklich echt aus. Für Kugel würde das reichen, aber für mich mit mir da hinten zusammen. Nee? Okay. Nee. Ja, wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich finde schon, das ist echt beeindruckend, was du hier auf die Beine gestellt Dankeschön. Hast. Tipptopp und findet man selten. Danke. So, Julia, wir haben jetzt noch gar nicht über das Geld geredet. Die meisten Leute interessiert immer, was kostet denn so eine Kiste? Ja, also den Unimog an sich habe ich für 16.500 Euro gekauft und das Ziel war auch bei 30.000 Euro dann fertig zum Sale. Leider habe ich natürlich das Ziel nicht ganz erreicht, was ja auch viele irgendwie auch kennen.
und bin aber dann bei 45.000 Euro rausgekommen und bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Das ist ja sehr, sehr wenig, finde ich, für das tolle Auto. Ja, also war dann doch ganz gut. Wenn man viel Eigenleistung reinsteckt, dann, echt cool. Ja. Dann wird es, genau. Dann, Dankeschön. Gute Reise, ne? Gleichfalls, Dankeschön.